Perfekter Schleichskill. Ein Disser. Chicken, wo bist du? Ich finde sie nicht, Meister. Na, vergib mir. Das denkt er. Er sucht wirklich nach mir. Wieso muss ich jetzt an Amnesia denken? Keine Ahnung. Ich finde eigentlich nur noch diese Monster-Musik. Er weiß nicht, wo ich bin. Ah, schön. Erstmal speichern. Chicken, du bist genial. Was wird sowas von einer Chicken Preview? Da war Jimmy, glaube ich. Oder? Jimmy, Jimmy, Jimmy. 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 Wow, Chicken hat sich den Weg gemerkt. Und das als Summon Spirit of Disorientation. Schön. Was war das denn jetzt? Jimmy, was tust gefällt, du da? Was ich sehe. Vergnügen. Kann ich euch irgendwie helfen? Ja, er hüpft vor Freude. Könntest du das unterlassen? Du bist kein Känguru, ne? Irgendwie läuft die Welt. Hier läuft irgendwas schief. Mir gefällt, was ich sehe. Ja, ne? Hundi möchte sich uns unserer Sache anschließen. Habt ihr mit ihm geredet und ihm von einem Beitritt überzeugt? Gut, wir machen Fortschritt, Chicken. Fortschritt. Weil wir machen das später Fortschritt, weil deine Hüpferei macht mir irgendwie Angst. Hier passieren irgendwie seltsame Dinge. Klippenläufer, die sobald sie syrodynischen Weinbrand bekommen, sich nicht mehr für mich interessieren. Dieser komische Attentäter, der ja dem ich sowas von ausgewichen bin. Im Schleichstyle. Eiskalt an ihm vorbeigelaufen und er sieht mich nicht. Und da jetzt kleine Jimmys, die hüpfen wie Kängurus. Was sagst du denn dazu? Als ob ich dich anspreche. Du willst mich doch bestimmt nur wieder. Du willst bestimmt doch nur wieder Kokos Bruder töten. Koko! Koko! Solange es kein Kinderjong ist, ist doch alles in Butter. Fremdenviertel. Wo wir schon mal hier sind. Ich gehe da lang. Einfach nur, weil da kein Ordinator ist, der mich nicht bescheuert anlöbert. Kriegergilde. Ja, bitte. Links oder rechts? Was ist das? Kann ich euch helfen? Benötigt ihr etwas? Weiß ich nicht. Benötige eine Schlafmöglichkeit. Da Dagoth Urs kleiner Diener meinte, nö, ich störe mal deine süßen Träume. Ich will doch alles hier regenerieren.
So, Gesundheit voll, Mann, Regeneration, los, komm her! Komm her! Kann ich etwas für euch tun? Nein, aber ich kann etwas für dich tun. Willkommen in meinem Geschäft, Fremder. Es tut gut, seine Kundschaft zu sehen, besonders bei der ganzen Konkurrenz heutzutage. Was, du hast Konkurrenz? Soll ich sie auslöschen? Dann hast du keine mehr. Oh, solche Tage gibt es viele in Vivek. Ja, da möchte man Vivek am besten weghaben. Ich meine, mein nächster Konkurrent, Ralen Tilvua, ist nur einen Block entfernt. Und oh, die Geschäfte, die er betreibt. Ich bin mir sicher, dass er etwas Zwielichtiges treibt. Aber ich weiß noch nicht genau, was genau das ist. Er bekommt einfach alle großen Aufträge. Erst vor kurzem hörte ich, dass er den Auftrag bekam, 20 verschiedene Schwerter und mindestens 8 volle Rüstungen zu fertigen. So viel verkaufe ich im ganzen Monat nicht. Ich selbst würde liebend gern diesen Auftrag bekommen. Naja, ich bin in der Diebesgilde, da lässt sich bestimmt was einrichten, ne? Natürlich würde mir dieser Auftrag gefallen. Wie würdet ihr mir helfen wollen, mein Freund? Wenn ihr Ralen Tilvur den Vertrag stehlen könntet, wäre er nicht in der Lage, den Auftrag korrekt zu erfüllen. Wenn dann sein Kunde auftaucht, hätte ich die richtige Lieferung für ihn bereit. So ganz zufällig. Ja. Was für ein Zufall, ne? Ausgezeichnet. Ich wusste, dass ihr ein gutes Geschäft erkennen würdet, wenn es sich euch bietet. Er hat den Vertrag vermutlich in seinen Privatgemächern unten unter dem Laden eingeschlossen. Aber ich glaube nicht, dass sie allzu gut bewacht werden. Viel Glück. Zur Not kann ich mich einfach unsichtbar machen. Ne? Nun, ne? Ich euch helfen. Ich höre. Benötigt ihr etwas? Ne? Willst du mich auch noch anlabern? Was wollt ihr? Nee, du laberst ihn an. Genau, du Malen. Was willst du? Was willst du von Chicken, hä? Das war strange, ne? Ja. Hallo, Ralen. Ich darf doch gerade mal ein bisschen stehlen, ohne dass du es mitkriegst. Obwohl es ein bisschen tricky ist. Oder ich docke dich da hinten hin. Versuchen wir es erstmal so. Auf jeden Fall ungesehen, wie auch immer das geht. Aber hey. Haha. Schmiedewerkzeug. Schmiedewerkzeug. Warum ist das so hoch? So. Was hast du denn hier so alles Schönes drin, ne? Ganz viel Reis. Reis. Löffel. Einen Löffel also. Ah. Fühl dich richtig draufgelegt. Böser Löffel, du. Was? Du bist ein Löffel, keine Gabel. Hör auf, diese Hälfte in der Kommode versinken zu lassen. Ne? Große Tonschüssel, da ist eine Kopie von Chickens wahrem Ich. Und ein Vertrag. Bei allen Gegenständen wird vorausgesetzt, dass sie neu und funktionstüchtig geliefert werden und dass sie in der Schmiede von Ralen Tilvur, Schmiedstadt Vivek, fertigt wurden. Dieser Vertrag ist blind nach dem kaiserlichen Gesetz und kann nur durch beiseitiges Einverständnis der unterzeichnenden Parteien für null und nichtig erklärt werden. Ja.
Oder wenn Chicken ihn klaut. Was soeben getan wurde. Ne? Wie ich sehe, gefällt euch dieses Land. Dem Diener von Dagoth Ur gefällt das Land auch, ne? Es sei denn, er findet Chicken mal wieder nicht. Kann ich etwas für euch tun? Nein, aber ich kann etwas für dich tun. Ich habe nämlich deinen Auftrag. Ihr habt ihn wunderbar. Ich hoffe, ihr hattet deswegen nicht zu viele Unannehmlichkeiten. Wie versprochen, habe ich eine Belohnung für euch. Nehmt dies. Es ist eines der besseren Stücke, die ich in letzter Zeit gefertigt habe. Feuerbiss Streitaxt. Sehe ich so aus, als würde ich eine Axt brauchen. Sehe ich so aus, als würde ich eine Axt brauchen. Sehe ich so aus, als würde ich eine Axt brauchen. Dafür räume ich dein Ding aus hier. So. So. Das ist doch schon eine viel bessere Belohnung. Einen Teller. Oh. Ah. Mehr hast du nicht. Na, Halleluja. Geil. Kümmert euch um eure Dinge. Halt die Schnauze. Tschüss. Kriegst du einen Ohrring? Nee, das gehört. Ach, keine Ahnung. Egal. Und das ist mitten in der Nacht. Oh, sogar Mitternacht. Der böse Tempel, die mich zu unrechtmäßig ausgeschlossen haben. Niemand hat gesehen, dass ich den einen Typen getötet habe. Niemand hat gesehen, dass ich überhaupt zu ihm gegangen bin. Aber es wird natürlich ein Sündenbock gesucht. Und wer ist dieser Sündenbock, auf dem alles geschoben wird? Der René Revarine. Chicken. Jetzt hat sie sich ja sowieso mit dem Tempel verhasst. Da bekannt gemacht wurde, dass Chicken Reverine ist. Bla bla bla. Und. Wo war die Frau? Ach, keine Ahnung. Wow, bin ich gut. Ich habe mir gemerkt, wo du wohnst. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist solch eine Ehre, euch zu sehen. Ja. Ne? Du Haus-Lalu-Mitglied. Geschäfte? Wie könnt ihr von Geschäften reden, wenn die Leute nicht lesen? Aber lesen ist doch langweilig. In den Magiergilden gibt es Lehrer, aber oftmals haben sie nicht genügend Bücher, aus denen sie lehren können. Geht in einen Buchladen und sucht nach den Büchern, die Anuade nacherzählt und das ABC für bewahren. Bringt die Abschriften eines jeden zu Vala Katrasso in die Gilde der Magiergilde von Altrud. Eure Aufmerksamkeit ehrt mich. Ich muss die Magiergilde benutzen, aber dann wird ja der Assassine, den Dagoth Ur geschickt hat, auf mich aufmerksam. Es sei denn, ich kann mich wieder perfekt an ihn vorbeischleichen. Aber wir können ja auch einen Blick in die anderen Dinger werfen. War nicht sogar ein... Oh. Du warst das, stimmt. Ich erinnere mich. Also, Chicken bildet sich wieder Sachen ein. Hallo, hier ist niemand. Zu schade.
Stahldolch. War ich hier schon mal drin oder wieso sind die Sachen alle leer?